Hoş geldiniz bei Kfz-Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute geht's wieder um den Mercedes. Ihr seht hier, das Ding ist immer noch nicht trocken. Das ist unglaublich. Ah, das ist so bombenfest hier. Kennt ihr? Das Ding kriegt ihr nie wieder ab. Weil es ist ja auch keine Fläche, was einfach so abgeht. Das werden wir dann später schön bearbeiten. Schön spachteln. Mal gucken, was der Lackierer später dazu sagt. Da bin ich auch mal gespannt. Ja, ihr seht, wie schön das Ganze arbeitet. Ne? Ist ja schon richtig dunkel geworden dort. Ja, ich hoffe mal, dass er den Rost auch aufhält und dass wir das Ganze auch bearbeiten können. Ja, haftet. Ist unglaublich. Ach, das Ding ist stabil. Schön schleifen, spachteln, füllern, da sieht man gar nichts mehr. Hier AMG-Stoßstangen, die werden ja auch noch drauf kommen. Wir haben natürlich viel zu tun. Kotflügel habe ich dran gebaut. Wie ihr seht, das Ding passt. Stoßstange ist drauf. Das ist unser AMG-Stoßstange, den ich repariert habe. Also man muss echt sagen, wie der davor aussah und wie er jetzt aussieht. Also ich will mich ja nicht loben. Das Ding passt. Schraube kommt hin. Ich musste doch nicht bearbeiten. Richtig geil. Nur, was ich bemerkt habe, hier drunter fehlt was. Stoßstange, wo war einer drauf und der andere nicht. Ist ja auch nicht wild. Hab das Ganze nochmal verstärkt mit einer Unterlegscheibe, Scheibenkleber. Hatte ich ja noch. Man hat das Ganze sauber gemacht, Grundierung drauf gemacht. So sieht das Ganze aus. Das ist so, dass man die Stoßstange komplett hochdrückt. Finde ich geil. Könnte man integrieren. Die werden hier mit zwei Gummistopfen hier festgemacht. Und dann hat man einmal hier eine Schraube und hier vorne eine Schraube. Und dann ist das Ding schön gerade. Gleichmäßig nach oben kommt. Wenn das Ding jetzt hier festmachen würdest, das Ding wird gut aussehen. Ja, die Schraube stört da. Aber hier oben wird das Ganze locker bleiben. Ihr habt ja alle entschieden. Ja, wir werden lackieren. Ich freue mich schon. Hier drüben habe ich das schon zusammengebaut. Beim ausgebauten Zustand habe ich nochmal mich entschieden, doch hier Löcher reinzubohren und das Ganze nochmal zu fixieren, so dass das nochmal richtig Stabilität gibt. Weil kann ja sein, dass das irgendwie doch abgeht. So habe ich das Ganze nochmal schön geschweißt. Man muss da noch zwei, drei Punkte machen. Hier sieht es richtig gut aus. Ihr glaubt es nicht, wie stabil das Ding hier ist. Richtig stabil. Quasi so kommt das Ganze rein. Nochmal Unterlegscheibe extra drauf gemacht. Vorne so weit zusammengebaut. Die Seite ist nicht so schön geworden wie die andere Seite. Die Seite ist echt gut geworden. Ja, wobei ist eigentlich gleich, ne? Ah, doch, ist gleich. Von den Abständen her, aber das kann man noch einstellen. Man kann die Stoßstange auf jeden Fall noch weiter nach oben machen. Man kann das, ah ja, hier ist auf jeden Fall ein halber Zentimeter, das ist viel zu viel. Da muss ich das nochmal einstellen. Ich meine, das wird ja sowieso nochmal bearbeitet. Ist ja auch, ja, die Schraube stört auch, glaube ich, da ein bisschen. Aber das können wir uns nochmal anschauen, dass wir die Stoßstange, ich sag mal, noch viel weiter nach oben machen. Aber die feinen Einstellungen können wir auch danach machen, das ist kein Ding. Ich finde es aber echt sehr schön geworden mit der Stoßstange, mit dem Grill, wie stabil diese Kotflügel sind. Das ist ja noch stabiler geworden. Gut, vorne fertig, vorne machen wir nichts mehr. Wir lassen das so. Jetzt mache ich hinten die Stoßstange rein, werde das hier ausbeulen, so dass die Stoßstange reinpasst und ich das Ganze festmachen kann, an den Seiten festmachen kann und dann, ja, Kupplerleuchte drauf. Ach so, ja, nee, Alter, da sind wir immer noch nicht fertig, da muss ich ja noch ein bisschen Spachtel arbeiten, so dass es nicht rostet. Da kommt die Schraube natürlich nicht rein, weil das muss jetzt rausgezogen werden, wie da drüben. Ich habe ja keine Ziehwerkzeuge, ich bin ja keine Karosseriewerkstatt hier. Deswegen habe ich mir mit diesem Werkzeug holt mal Injektoren raus. Jetzt versuchen wir damit die Beule rauszuholen. Wow, ey, das Ding ist richtig stabil hier. Unmöglich mit dem Zeug hier. Ist viel zu klein.
Das ist auch sehr gefährlich. Das kriegst du nicht so einfach gezogen. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ja. Hallo. Ein Dusch. Ich bin auch schon auf. Was machst du denn schön? Vorne so weit zusammengebaut, hast du das schon gesehen? Vorne? Ja, hab ich gesehen. Ja, komm, zeig dir das noch einmal. Nicht, dass ich das schon tausendmal gezeigt habe. Stoßstange ist hier dran. AMG-Paket vorne. Wir müssen ja nach Bochum fahren und darum muss die Stoßstange hinten hier rein. Und der passt leider nicht. Warum zeig ich dir jetzt? Siehst du das hier? Das ab hier. Alla. Das Ganze ist hier richtig eingedrückt. Mhm. Und der muss raus, damit die Stoßstange reinpasst. Weil das ist ja ganz komisch bei der Stoßstange. Du hast hier zwei Schrauben und hier zwei Schrauben. Und wenn wir jetzt nur die seitlichen Schrauben reinmachen, hat der hier überhaupt keinen Halt. Und du siehst ja auch sowieso hier der Knick. Der muss sowieso rausgezogen werden. Ja. Und das werde ich jetzt selber machen. Ich habe mir jetzt Kettenzug bestellt, kommt die Tage. Ich war gerade im Baumarkt, habe mir ein paar Sachen geholt. Kette habe ich ja noch. Und werde das Ganze versuchen, hier vorsichtig rauszuziehen. Da habe ich mir noch ein bisschen Spachteln und so besorgt, damit ich das Ganze nochmal spachtele. Und danach geht er ja nach Bochum. Ich mache das jetzt selber. Ich habe irgendwie voll Bock drauf. Noch mal in die Sonne. Das sah irgendwie cool aus. Okay, komm wieder raus. Was machst du denn Schönes? Was soll ich machen? Das wäre ja langweilig, wenn ich sage, ich warte auf dich. Ich sehe dich in letzter Zeit sehr oft putzen. Das ist echt ungewöhnlich. Ja, ich mache jetzt die Seitenschweller drauf. Wie schön die sauber sind. Ja, dann. Ich finde das so schön, dass Mercedes überhaupt hier keinen Rost hat. Guck mal, hier hatten wir mal eine Beule gehabt, sehe ich. Aha, okay. Hier drüben war es sehr, sehr schlimm. Also wir hatten echt fast einen halben Zentimeter, sogar fast einen Zentimeter Spiel gehabt. Da habe ich das nochmal abgebaut, habe nochmal ein bisschen geklopft. Man kann es sogar noch besser machen, aber dann muss ich den Kotflügel nochmal komplett abbauen und nochmal schön versetzen. Aber jetzt ist es okay, aber später wird es ja eh nochmal bearbeitet. Aber ich finde die Kotflügel schön. Alles. Wie findest du die gut? Auf jeden Fall, hast du doch gut gemacht. Also ich finde, du hättest gar keinen neuen gebraucht. Ja, doch, klar. Irgendwann braucht man da nicht mehr. Ja, hast aber auch gut gelöst, oder? Das Problem hier mit dieser Halterung, die ja verrostet war. Ja, ich habe mir heute ein neues Auto gekauft. TDI, Pumpe, Düse. Was willst du mit deinem Charan? Der stand sehr lange und der Kunde wollte unbedingt das Auto reparieren lassen. Oder loswerden. Turboschaden, Partikelfilter voll, Auspuffanlage komplett. Also ich zähle nur ein paar Sachen auf. Ladeluftkühler undicht, Turboschlauch ist kaputt, Querlenkerbuchsen sind weg, Reifen sind tot und. Da sind so viele Sachen. Das war eigentlich kein Problem, da hätte man echt noch echt so günstig was holen können. Aber das Schlimme war, der war komplett verrostet. Ja. Komplett. Nee, ich habe mir den jetzt günstig geholt. Vielleicht mache ich mal so ein Exportvideo nochmal. Na, wie ich den Export verkaufe oder so. Das ist gut. Mal schauen, also was ich damit mache. Also ich brauche ja ab und zu mal Autos, wo ich echt auf dem Schrottplatz bin und dann echt so Sachen einfach reinschmeißen kann. Na? So einfach Sachen reinschmeißen, wo das überhaupt keinen juckt, ob es dreckig wird oder nicht. Vielleicht mache ich ja Chip-Tuning. Kann ich ja selber machen. Vielleicht machen wir ein bisschen größeren Turbo rein. Wer weiß, was ich damit mache. Vielleicht werde ich den auch direkt verkaufen. Aber reparieren werde ich ihn auf jeden Fall nicht. Habe ich gesehen, hier ist er ein bisschen angerostet hier. Guck mal hier. Das muss ich mir anschauen. Vorfächer, die sind ein bisschen anders. So, der kommt natürlich so rein.
so, guck mal. Ah, ey, das finde ich ja noch schöner. Guck mal, hier hast du eigentlich noch mal eine Gummilippe. Hier hast du das nicht. Mhm. Hier ist komplett. Nicht, dass das abgeht. Ich verteile hier meine Bakterien. Die Kamera brauche ich nicht mehr. Ich desinfiziere deine Kamera. Kann man nicht mehr. Haha. Ha. Das gefällt mir doch. Die ist fest. Ist doch optimal. Das Silber ist schon eine geile Farbe. Schwarz ist schöner. Meinst du? Ja. Überall siehst du nur graue, silberne SLKs. Ja, die sieht man echt. Also, und das finde ich dann nicht mehr so schön. Das ist halt nichts Besonderes. Also, ich finde ja auch schwarz auch sehr, sehr schön. So blau, violett. Mal schauen. Wir haben ja Zeit. Wir werden ja noch sehr viel machen, uns irgendeine Farbe auszusuchen. Aber ich habe ja auch die ganzen Kommentare gelesen. Gab es denn irgendwelche hübschen Farben? Ja, also ich muss das natürlich im System nochmal schauen. Also der ein oder andere hat echt nur die Farbnummer eingegeben. Muss ich mal schauen, wie das ist. Ja, Schweller machen wir jetzt gleich fest noch. Ein paar Dinger drauf. Sehr brutal. Ich will jetzt ein bisschen Spachtelarbeiten machen. Also egal, wie wir uns entscheiden, Grill werde ich auf jeden Fall Hochglanz schwarz machen. Safe. So wie bei dem ML damals. Komplett schwarz. Sogar das hier, denke ich, sogar schwarz zu machen. Der wird hier komplett lackiert. Und dann müssen wir das hier rausnehmen. Und das finde ich doch schade. Das heißt, den können wir ja gleich mit komplett schwarz lackieren. Macht man das? Nein, macht man nicht. Das macht man ab und macht man wieder drauf. Nein. Guck mal, je mehr du putzt, desto mehr entdeckst du hier. Ja, das habe ich ja gar nicht gesehen. Guck mal hier. Die kleine Stelle. Okay. Das ist echt die einzige Stelle hier. Sonst alles super. Hier haben wir Rost. Okay, habe ich nicht gesehen. Egal, Leute. Jetzt ruhst du dich aus, oder? Naja, also ich habe jetzt gespachtelt. Also ich kann nicht spachteln, immer noch. Karosserie kann immer noch nicht. Es sieht jetzt aus, als wäre der verbreitert. Also das sieht schon cool aus so. Ey, wie wär's, wenn wir den so lassen? Neuer Look. Ja, das Ganze muss ja auch wieder runtergeschliffen werden und dann nochmal gespachtelt werden und dann nochmal runtergeschliffen werden und dann können wir Füller drauf machen. Mal gucken, wann der Kantenzug kommt. Kantenzug? Kettenzug. Das hat sich gerade angehört wie Kantenzug. Kante? Kante, ey, was trainieren, oder? Nein, Mann, das kommt vom Spachteln. Oh, Eidosch. Ey, sind das meine Sommerreifen? Das sind deine Sommerreifen, warum holst du die ab? Ich muss die drauf machen. Weißt du? Oder bist du so nett und wechselst mir die? Was? Wechselst du die? Ich habe echt hier was im Ohr. Kann ich deine Hebebühne benutzen, dann mache ich das. Hebebühne? Ja, klar. Kein Problem. Dann mache ich das. Ist ja eine Hobbywerkstatt, klar. Haha, ich darf das ja wohl. Da muss ich mir mal überlegen. Egal. Wir machen den jetzt. Sieht mal auf Feierabend, Alter. Komm. Du siehst auch müde aus. Bin ich auch. Ich bin echt gespannt, was für Felgen wir dann jetzt. Dreifarbig. Schwarz, Spachtelfarben und Silber. Hm? AMG Maybach. SRK gefällt mir echt. Aber nicht in Silber. Doch, Silber sind ja auch schön. Nee, mir gefallen die nicht in Silber. Gucken, wie wir das hinkriegen. Weil er muss ja ungefähr 2 cm raus, wie hier. Gut, wir sehen uns, wenn wir in den Kettenzug haben und danach das versucht rauszuziehen, Stoßstange noch drauf, dann schleifen wir hier nochmal und dann fahren wir nach Bochum. Lackieren, Felgen, Inspektion, fertig. Und mal schauen, was wir damit machen. Aber ich freue mich schon, damit zu fahren. Nach Bochum. Wir sehen uns.